Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Nikolas und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir schauen uns jetzt die Highlight-Partie der ersten Runde von der Schacholympiade in Baku an. Und wow, was für ein Auftakt. Ich weiß nicht, ob ihr schon viel verfolgen konntet. Es sind unzählige Partien, die gespielt werden. Ihr fragt euch sicherlich, wie hat er die Partie des Tages gefunden? Das war gar nicht mal einfach. Ich habe da eine ganz spezielle Methode. Ich klicke mich durch so viele Partien, wie ich es schaffe. Und wenn ich dann bei einer Partie feuchte Augen bekomme und denke, wow, das ist es einfach, das ist unfassbar, was da passiert ist, dann kommt die in die nähere Auswahl. Und heute nicht nur in die nähere Auswahl, sondern für mich ganz klar die Partie des Tages, hat Wei Yi gespielt gegen den internationalen Meister Bedrisadiku. Und freut euch drauf, ich sag's euch, freut euch drauf. Die Partie ist ein Knüller und wir fangen auch direkt an. Also, los ging's mit E4 und es wurde Französisch gespielt. Springer D2 und in dieser Stellung hat Schwarz unzählige Möglichkeiten. Wir wollen auch jetzt gar nicht so sehr in die Theorie reingehen. Nur wissenswert ist, dass Schwarz auch die Möglichkeit hat, an dieser Stelle abzuwarten. Das heißt, Weiß zu befragen, wie er sich denn weiter aufbauen möchte. Und da ist insbesondere Läufer E7 der meistgespielte Zug, der einfach sagt, okay, Springer D2, ich warte einfach ab, zeig, was du möchtest. Und der zweite Zug, der zweitbeliebteste Abwartezug ist A6 und der kam heute. So. Ganz normal die Figuren weiterentwickeln, schon mal ein bisschen Richtung Zentrum stellen. C5, eigentlich so der typische Aufbau von Schwarz. Von daher alles noch in Ordnung. Und jetzt wird doch abgetauscht. Also was heißt doch, jetzt wird abgetauscht. Ne? Ich glaube, in der Stellung wäre es Schwarz lieber, wenn Weiß durchzieht. E5. Aber das wäre ein, ja, ich würde schon sagen, gröberer Fehler. Denn in den meisten Stellungen hat Schwarz den Springer bereits auf F6, müsste den jetzt wieder ziehen, zum Beispiel nach D7 und so weiter und so fort. Und in dieser Stellung hat Weiß auch noch nicht mal den D4 gedeckt. Das heißt, er kann E5 nicht A-Tempo spielen. Und auch zusätzlich der Vorstoß macht hier keinen Sinn, weil nach dem Raustauschen der E5 wird irgendwann schwach. Das ist Quatsch. Deswegen E schlägt D5, hier der normale Zug. Man möchte sich ein bisschen in die Richtung aufbauen, dass man A6 als Abwartezug schlecht dastehen lässt. Ja, und wenn wir diese Stellung angucken, dann fragen wir uns zu Recht, ist A6 hier wirklich hilfreich für Schwarz? Ich weiß es nicht, aber wir sind immer noch ganz normal im Rahmen der, ja, wenn man so will, gängigen Theorie dazu, schon häufig gespielt und von daher alles noch in Ordnung. Läufer E2 ist eine der Möglichkeiten. Die andere Möglichkeit an dieser Stelle ist es, den C5 auch noch rauszuschlagen. So, das ist so mit die meistgespielte Variante, also knapp ein paar mehr Partien als zu Läufer E2. Naja, und was bekommen wir dann? Wir bekommen ein typisches Spiel mit für Schwarz und gegen den Isolani für Weiß. Das sind Stellungen, die muss man mögen. Und ja, im Prinzip, ich würde sagen, leicht besser für Weiß, weil er das etwas leichtere Spiel hat. Wie man überhaupt gegen Isolanis spielt, das würde jetzt zu weit führen. Oder wie man auch mit isolierten Bauern spielt. Da gibt es aber auch im Rahmen der Live-Show, die ich mit Melanie mache, eine Episode zu dem Thema. Also schaut da gegebenenfalls nochmal rein, falls euch das interessiert. So, Läufer E2 hier. Der erstmal ruhigere Zug, Entwicklungszug. Springer C6. Rochade. Also den D4, der scheint jetzt auf den ersten Blick zu oft angegriffen. Nämlich zweimal und nur einmal in Grün verteidigt. Das ist aber kein großes Problem. Also C schlägt D4 wäre hier auch die normale Vorgehensweise.
Die würde man beantworten mit einem Aufbau mit Springer B3 und man bekommt den Bauern recht schnell zurück. Hier könnte sich der Einschubturm E1 eventuell noch lohnen, um Läufer E7 zu provozieren. Ansonsten würde der Läufer eventuell auch auf D6 ganz gerne stehen. Aber auch das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Wir haben eine relativ normale Stellung. Spiel gegen den Isolani. Für Schwarz, ja, Spiel mit dem Isolani. Und hier ist noch alles drin. Ich finde auch diese Stellung leicht angenehmer für Weiß. Aber sicherlich alles im Bereich des Spielbaren. So, aber hier hat Schwarz schon ein bisschen fehlgegriffen, meiner Meinung nach, indem er C4 gespielt hat. Und warum das ein Fehler war, weil einige von euch werden vielleicht sagen, warte, warte, ich kenne diese Varianten. C4 ist an einigen Stellen ein recht normaler Zug. Da kommen wir noch zu, warum das ein Fehler war. An dieser Stelle. So, Weiß. Was macht Weiß? Er geht direkt, greift er diese Bauernstruktur an, des weit vorgezogenen Bauers. Würde Schwarz jetzt relativ simpel abtauschen. Dann hat Schwarz nichts gewonnen, denn ihr müsst euch überlegen, dieses ganze Vorziehen des Bauers, das kostet Zeit. Schwarz hat Zeit. Welche Farbe hat Zeit? Zeit hat Blau. Schwarz hat zwei Züge investiert, um den Bauern nach C4 zu stellen. Und noch einen weiteren für den Abtausch. Weiß hingegen hat nur einen Zug investiert, B3. Von daher verliert der Abtausch ein Tempo und auch sonst ist nicht zu sehen an dieser Struktur, wieso das irgendwie ein guter Abtausch für Schwarz sein sollte. Weiß kann mit C4 das Zentrum unter Druck setzen und das Zentrum vielleicht auch erobern, kann selber irgendwann C5 spielen, wenn er Raum gewinnen möchte. Diese Struktur ist nicht so, macht keinen Sinn. Dieser Aufbau ist nicht sinnig. Also wenn, dann muss man B5 spielen. So, ein kleiner Einschub, Turm E1 droht. Läufer schlägt C4. Mit Abzug auf den König mit Schach. Also wird eine Figur dazwischen gestellt. Und jetzt kommt A4. Also das ganz, ja, wie will man es nennen, fundamentale, wie man eine Bauernkette angreift. Und zwar hier wird begonnen, jeweils aufzuhebeln, da wo man kann. Und würde sich die Bauernkette weiterführen, um ja, noch eine Linie, die jetzt nicht existiert, dann wäre sicherlich auch nochmal der nächste Hebel anzusetzen daneben. Aber so ist das Prinzipielle. Hier der Vorteil, der Turm auf A8 ist ungedeckt, deswegen droht direkt A schlägt B5. So, jetzt möchte ich mit euch einmal kurz eine Nebenvariante einstreuen, die ich ganz interessant fand. Und die ist so ein mit ein bisschen, die ist nicht ganz so gut wie A4, aber sie ist ja mit so einem kleinen Trick, mit einer kleinen Falle versehen. Und das wäre Springer E5 gewesen. So, okay, jetzt denkt ihr erstmal Springer E5. Was mit dem? Ist der nicht weg? Ja, könnte man andenken. Deswegen, das ist ein, ja, ein sehr nettes Opfer sozusagen, was eine sehr, sehr tiefe und wirklich coole taktische Begründung hat. Denn Springer schlägt E5 sollte gespielt werden. Wir schauen uns aber jetzt erstmal an, was passiert denn, wenn er Springer schlägt D4 spielt. Und so solltet ihr auch praktisch in den Partien vorgehen. Das ist die kritische Variante. Also Springer schlägt E5, müsst ihr auch prüfen, keine Frage. Aber hier hättet ihr direkten Materialnachteil, also sollte man diese Varianten prüfen. Ja, und vielleicht findet ihr es selber. Ich finde, es ist sehr, sehr, also, na, so schwierig ist es auch nicht, aber irgendwie schon, weil es ist außergewöhnlich und wirklich, jetzt startet eine furiose Attacke. Ich zeige es euch einfach. Und zwar beginnt das Ganze mit Läufer H5. Jetzt fühlt man sich zum Teil wieder so ein bisschen zurückversetzt in die Anfänge des Schachspiels, obwohl man da wohl eher eine Dame nach A5 gestellt hat, um relativ simpel irgendwas auf F7 zu drohen. Okay, was soll Schwarz machen? Also so logischerweise G6, oder? Vertreibt den Läufer? Denkt man zumindest. Aber G6 hat einen ganz großen Nachteil und der liegt in Läufer B2. Denn G6 hat diese gesamte Diagonale geöffnet. Und der Turm auf H8, dem wird schon so langsam mulmig. Und jetzt ist es auch schon schwierig, irgendwie weiterzukommen. Wenn der Springer wegzieht,
zum Beispiel Springer F5, naja, dann würden immer Abzüge gehen mit Mehrfachangriffen. Und das ist sicherlich nicht schön, wenn Schwarz sich entscheidet, ja, auf H5 zu nehmen. Gut, dann nimmt man halt auf D4. Und ja, was hat man denn jetzt alles? Also diese Drohungen sind einfach nicht mehr zu überschauen. Also man droht Springer C6 wieder mit einem Trippelangriff. So, was hat man noch? Man droht Dame schlägt H5, nebst Dame F7. Und also es gibt hier, könnt ihr mir jetzt einfach glauben, es gibt hier keine Verteidigung mehr. Also diese Stellung ist total gewonnen für Weiß. Aber sehr, sehr nett durch diesen passiven Zug. Läufer B2 oder was heißt passiv? Er greift was an, aber ich finde es total schön. Andere Möglichkeit an dieser Stelle wäre sowas wie Springer F5. Aber das hält die Stellung auch nicht mehr ganz zusammen. Denn hier kommt auch Springer C6. Oh, ich glaube, das hatten wir schon. Nein, was wollte ich euch zeigen? Ich wollte euch zeigen. Läufer E6 wollte ich euch noch zeigen als interessante Variante. Läufer E6 deckt auch den F7, deswegen durchaus eine Möglichkeit. Läufer B2, Springer F5. Der Springer muss ja irgendwo zurück. Und jetzt hängt zwar Springer C6 irgendwie in der Luft, aber im Moment verteidigt dieser Springer noch G7. Also was machen wir? Relativ stumpf, immer draufknüppeln, G4 hinterher. Okay, die Möglichkeiten sind begrenzt. Was soll er machen? Springer H4. Und hier gibt es wieder zahlreiche Gewinnvarianten sogar, weil die Stellung so gut ist. Also für die, die es einfach haben wollen, Springer C6. Der G7 hängt dann. Für die, die eine perfekte Partie spielen wollen, die schieben dann noch Springer DF3 hinterher. Und stellen noch mehr Drohungen auf. Springer F3, ja, ist schon wieder so ein etwas komischer Zug, aber Weiß ist so gut entwickelt und entwickelt sich jetzt a tempo sozusagen noch besser. Also es ist einfach total gewonnen, denn es drohen Sachen wie Springer schlägt H4, Läufer schlägt H4 und dann Springer schlägt F7. Oder. Der G7 ist immer halb am Durchhängen, weil Springer C6 droht. Die ganzen Drohungen hier mal reinmalen. Das ist nicht mehr zu überdecken. So, das wäre eine sehr nette Variante gewesen, aber Springer schlägt D4 ist auch ein Fehler. Springer schlägt E5 wäre möglich gewesen. Dann der Abtausch. Und ja, also sicherlich ist diese Stellung recht angenehm für Weiß, vor allem weil Schwarz auch so ein bisschen Entwicklungsprobleme kriegt. Man kann immer mal schauen, dass man sich mit Springer D4 das Läuferpaar abgreift, aber viel ist das noch nicht. Und deswegen finde ich auch eigentlich den prinzipiellen Ansatz, den Weiß hier gewählt hat, besser mit A4, denn der droht auch direkt viele Sachen. So, und jetzt kam C3. Und dazu muss ich gleich sagen, ich habe euch versprochen am Anfang, wir gucken uns das noch an. Hier kommt A schlägt B5 und jetzt spulen wir nochmal zurück. Jetzt an die Stelle, wo ich gesagt habe, ja, C4 in den Varianten ist doch möglich. Ja, gibt es. Und jetzt schauen wir uns auch an, wo das der Fall ist. Und zwar an dieser Stelle, wo Schwarz Springer C6 gespielt hat. Hier gibt es C4. Und wenn wir jetzt einfach die nächsten paar Züge mal angucken, erstmal der erste Unterschied, der Läufer steht auf D6. Aber vor allem hier nach C3. Und ich denke, hier war der große Irrglaube des schwarzen Spielers. Denn er hat sich irgendwie vielleicht in dieser Variante gedacht. Ist er aber nicht. Denn wir haben einen ganz, ganz wichtigen Unterschied. Und das ist der Springer auf C6, der nicht da ist. In der Partie, ihr erinnert euch, der Springer hängt nach A schlägt B5. Das ist hier nicht der Fall. Außerdem hat in der Partie Weiß ein Tempo mehr und hat den Turm schon auf der E-Linie, weshalb der Läufer nicht aktiv steht auf D6, sondern passiv auf E7. So, und so kann es dazu kommen, ups, dass durch so kleine, ja, so kleine Erinnerungsfehler, wie, oder wie man sie nennen möchte, dann unglaubliche Partien entstehen. Denn was gefolgt ist, war einfach nur. Also, wie ich finde, einfach nur brillant und wunderschön. Denn A schlägt B5 ist hier schlichtweg ein Figurenopfer. Aber ein wahnsinniges. Man nimmt erstmal auf D2 wieder, muss man. Ansonsten
kommt D schlägt E1. So, und hier ist schon wieder Schwarz am Zug. Guter Rat ist teuer und der Springer hängt. Ja, dieser Springer, man hat sich vielleicht noch gefreut, dass er schon entwickelt ist und jetzt würde man ihn am liebsten gar nicht entwickelt haben. Ne, dann hätte man sich hier einen wertvollen Zug gespart. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Partiefortsetzung war Springer B8. Wir wollen uns einmal kurz angucken, wohin Springer A7 geführt hätte, der vielleicht ein kleines Tickchen besser gewesen wäre. Und diese Partie ist noch alles andere als entschieden. Die Stellung ist besser für Weiß, aber Weiß muss natürlich sehr genau spielen mit der Figur weniger. Und einer der genauesten Züge ist an dieser Stelle wahrscheinlich Läufer D3. Läufer D3 verfolgt eigentlich einen relativ simplen Plan, und zwar den Schwarzspieler an der Entwicklung zu hindern. Das wäre zum Beispiel so Züge wie Springer F6 laufen in Läufer B4 rein. Und genau hier liegt die Idee von Läufer D3. Man möchte sich selber entwickeln und man möchte die Entwicklung auf der anderen Seite verhindern. Ja, und hier ist schon so ein bisschen guter Rat teuer. Also Züge wie A schlägt B5 werden halt beantwortet mit Läufer B5, denn der Läufer kann nicht genommen werden, weil der A8 durchhängt. So, Läufer D7, also logischer Zug. Und nach dem Abtausch kommt wieder ein sehr genauer Zug. Also es gibt Alternativen, aber wir schauen uns mal die Optimalspielweise an. Jetzt muss man natürlich erstmal gucken, was Turm A5, was ist da los? Turm A5 hat mehrere Ideen, die mir sehr gut gefallen. Also, die erste Idee ist es, relativ, auf den zweiten Blick, ist es relativ simpel, aber sehr schön. Dame A1. So simpel ist es. Dame A1 und man stellt sich mit seinen Schwerfiguren auf die A-Linie. So, und eins der Hauptelemente dieser Stellung, die mir so gut gefallen ist, dass Schwarz in so einer Art Zugzwang ist. Also Züge wie Springer F6, ja, die werden mit Läufer B4 beantwortet. Und jetzt muss er zurück, um zu decken. Also diese Stellung ist einfach so ein bisschen hoffnungslos für Schwarz. Sehr, sehr schwer zu spielen. Auf so Züge wie König F8 endlich mal da rauskommen, kommt Springer E5 noch so als kleiner Einschub mit so einer zusätzlichen Falle. Dame C7 würde zum Beispiel schon verlieren. Er muss den D5 weiter decken, denn auf Dame C7 kommt ganz gemein Dame F3 mit Doppelangriff und nach so Zügen wie F6 würde dann sowohl Matt drohen als auch der Turm hängen. Ups, der hängt nicht wirklich, aber Springer D7 droht, alles. Deswegen muss die Dame so ein bisschen das im Blick behalten. Und jetzt kommt so ein bisschen, was heißt ein bisschen, hier kommt die Schönheit der Stellung eigentlich so wirklich raus. Denn es sieht so aus, als wäre der Angriff abgeebbt. Ja, wie kann man weitermachen? Ich weiß es nicht. Schwierig. Und hier kommt Dame A1. Jetzt okay, der A7 ist genug überdeckt, denkt man. Ja, das Problem ist, dass Weiß ganze zwei Züge brauchen wird. Nämlich Dame A4, Turm EA1. Okay, das muss doch irgendwie in ein paar Zügen zu regeln sein. Nee, ist es aber nicht. F6 macht zum Beispiel Platz. Springer D3. Und jetzt so eine Züge wie König F7, Dame A4, Springer H6. So mit aller Not alles so schnell wie möglich rausbringen. Aber nein, es reicht nicht. Ganz simpel, es reicht nicht. Und Weiß hat am Ende zwei Bauern mehr. Okay, schauen wir nochmal zurück. Das Ganze kam nach Springer A7, sieht also nicht besonders attraktiv aus, aber Springer B8 macht es nicht wirklich besser und wir gucken uns jetzt auch an, wieso. B schlägt A6 und diese Stellung noch zu verteidigen ist, wow, ist unglaublich schwer. Und wir gucken uns einfach mal an, wie Schwarz es versucht hat und vor allem gucken wir uns an, wie Weihi ihn gleich völlig auseinandergenommen hat. Und es beginnt mit Läufer B5 Schach. Man stellt den Läufer schlichtweg auf ein gedecktes Feld, um Schach zu geben, aber es geht, weil immer noch der Turm auf A8 hängt. So.
Springer D7 ist hoffnungslos, danach fällt die Figur und man hat zwei Bauern mehr, also muss König F8 kommen. Und jetzt Springer E5. So ein weiterer Zug von ihm, der. Er ist nicht so unoffensichtlich. Man schmeißt halt alles in den Angriff. Aber er stellt so viele subtile Drohungen auf, das ist einfach nur schön. Okay, schauen wir mal, was wäre der Traum von Schwarz? Endlich mal diese Entwicklung abschließen. Geht das? Nein, es geht nicht. Denn nach dem Abtausch hat Schwarz das Feld C6 nicht mehr unter Kontrolle und man kommt mit Springer C6, gewinnt die Figur, hat neben dem ganzen Entwicklungsvorteil auch noch zwei Bauern mehr. So, was würde man noch machen können? Dame C7 statt Springer F6 wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. So, irgendwie muss man sich ja entwickeln, bis in die Figuren rausstellen. Und hier auch eine sehr, sehr schöne Variante. Rechnet mal kurz rein, dass ihr zumindest ein Gefühl kriegt. Ihr müsst nicht alle Varianten bis zum Ende durchrechnen, aber so einen ersten Ansatz, was hier möglich wäre. So, ich bin mir sicher, die Intuition bei euch geht in dieselbe Richtung. Es muss jetzt knallen. So, und das tut es auch. Springer schlägt F7. Boom. König F7, einzige Chance, einzige Möglichkeit, alles andere geht nicht. Und jetzt Dame H5 Schach. So, was sind die Möglichkeiten? König F6, Läufer G5 oder so, das sieht nicht verlockend aus. So, Zug zurück. König F8. Tja, das war wohl nichts. Dieser Springer blockiert den Turm und es geht einfach nicht weiter. Schachmatt. Also muss G6 kommen und danach ist der Gewinn auch nur eine Frage der Technik. Nachdem der Turm verloren geht, sollte das sehr schnell vorbei sein. Ja, also Springer E5 stellt einfach unglaublich viele Drohungen auf. Und wir schauen jetzt, was Schwarz noch gespielt hat, um sich zu verteidigen. Und das war Dame D6. Richtet so ein Auge auf den Läufer, deckt das wichtige Feld C6 gegen Springer C6 ab und diesen Abtausch auf A6, den wir gerade gesehen haben. So, und jetzt beginnt eigentlich ja der furiose Endangriff. Ich weiß nicht, ob ihr selber kurz reingucken wollt, macht das gerne. Ich zeige es euch trotzdem jetzt schon mal. Dame H5. So, so simpel wie die Drohung ist, so unmöglich ist sie zu verteidigen. Denn Züge wie Dame F6 laufen schon wieder in dieses Motiv rein, das auf A6 getauscht wird. Der Springer hat diese zwei wichtigen Felder nicht unter Kontrolle und Weiß gewinnt. Also sind die Möglichkeiten einfach begrenzt. Was soll man tun? Ja, dann spielt man halt G6 in der Hoffnung, dass man irgendwie den König noch retten kann. Und weiter geht's. Bumm, Läufer H6, Schach. Abtausch ist klar. So, und jetzt nehmt euch mal wirklich 30, 40 Sekunden Zeit und versucht den Gewinn zu finden. Und habt ihr es gefunden? Ich finde es einfach brillant, dass diese Partie durch den Läufer beendet wird. Ich habe wirklich viele Partien in meinem Leben gesehen, aber dass eine Partie in der Art und Weise mit Läufer E8 jetzt das Finale matt vorbereitet auf 7, auf F7, ich finde es einfach nur wunderschön. Schwarz müsste hier die Dame opfern. Das wollte er sich nicht mehr zeigen lassen und hat aufgegeben. Ja, also für mich, als ich die Partie angesehen habe, ich dachte einfach nur, wow, diese Angriffsführung, dieser Mut und diese korrekte Stellungseinschätzung, da mal eben eine Figur wegzuopfern für Entwicklung, für lediglich zwei Bauern, anderthalb Bauern in der Stellung, der A6 war ja noch gar nicht weg. Also Wahnsinn. Beziehungsweise doch, der A6 war weg. Aber für zwei Bauern eine Figur zu opfern, weil man weiß,
das berechnen kann, dass der schwarze König nicht in Sicherheit kommt. Sehr, sehr mutig. Der Mut wurde belohnt, denn er hat in 19 Zügen, das muss man erstmal schaffen, in 19 Zügen hat er den internationalen Meister völlig auseinandergenommen und zerrupft. Deswegen das für mich heute die Partie des Tages. Und ich hoffe, sie hat euch nur annähernd so gut gefallen wie mir. So, das war's auch schon für heute. Das war Runde 1. Verpasst weiter nicht die tägliche Live-Kommentierung in etlichen Sprachen. Darunter die deutsche Version mit Ilja Zaragatzki und Niklas Wuschenbeet. Zumindest in der ersten Runde war das der Fall. Und ihr werdet weiterhin immer wieder kleine Zusammenfassungen kriegen, Highlights des Tages oder auch Partien des Tages. Und es werden die nächsten 2 Wochen werden unglaublich schachereignisreich sein, was sehr, sehr schön ist. Ihr kriegt weiterhin immer wieder Berichte rein, auch auf unserer Homepage. Da wird Melanie, meine Frau, vor Ort live Berichte schreiben auf www. Lubbe-schach.de wird sie live aus Baku berichten, wie es denn so läuft. Und auch da viel Spaß beim Lesen. Also schachlich ist die nächsten Wochen unglaublich viel los. Ich hoffe, ihr genießt es und wir sehen uns sicherlich bald wieder. Bis dahin.